So, da sind wir wieder. Da ist die Alte, mit der wir quatschen müssen. Oh, hallo. Was machst du? Ich habe eine Nachricht von Audi Thürer. Von Captain Audio. Was hat sie zu sagen? Ich fürchte, dein Urlaub ist vorbei. Oh, jetzt schon? Aber ich hatte noch nicht annähernd genug Zeit, mein Studio der lokalen Temtem-Population abzuschließen. Oh, beim Anak. Ich dachte, ich hätte mindestens eine Woche. Ja, auch egal. Vielen Dank, dass du mir Bescheid gegeben hast. Bitte richte der Captain aus, dass ich nicht mit der Narwhal reise. Sie kann ohne mich ablegen. Ich werde mir ein anderes Luftschiff suchen, wenn ich fertig bin. Wie wäre es mit einer Belohnung? Oh, natürlich, tut mir leid. Das hat dir immerhin die Mühe gemacht, den weiten Weg von Terminal herzukommen. Oh nein, ich fürchte, ich habe meine Brieftasche im Hotel gelassen. Beim Anak, so ein Schlamassel. Mal sehen. Hey, vielleicht willst du ja meinen Fahrschein. Der wurde schon bezahlt und Aida Thürer gibt mir garantiert nicht das Geld zurück. Also, wie wäre es mit einer Reise nach Omnese? Klasse, den nehme ich gern. Ein Luftschiff-Ticket. Dankeschön. Exzellent, bitte sehr. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch. Du weißt ja schon, wo die Alte ist, ne, mit der Narwhal. Und bitte, wenn du jemals in Naga bist, dann komm vorbei und besuch mich, ja? Das fände ich großartig. Rauchbombe, damit geht's viel schneller zurück. Gott sei Dank. So, jetzt aber das... Jetzt geht aus dem Weg, Alter. Ich trete euch in die Kniekehlen. Oh, Mann. Aus dem Weg. Hi. In Ordnung. Du hast ein Ticket. Rede mit Auguni und richte ihm aus, dass du die Koje von Chiani übernimmst. Und beeil dich. Es geht gleich los. Hurra! Guten Morgen, hier auf der Narwhal. Heute segeln wir nach Omnese. Darf ich bitte deinen Fahrschein sehen? Ja, hier ist er. Ah ja, du musst Case sein. Du übernimmst die Koje von Tihana. Freue mich, dich kennenzulernen. Also gut, es scheint alles in Ordnung zu sein. Willkommen auf der Narwhal. Komm an Bord. Zu den Kojen geht es die erste Tür links und dann nach unten. Du Feigling, renn ich vor mir davon, Case. Entschuldige, aber nur Passagiere mit gültigen Ticket sind auf der Nah. Du rennst weg, um dich mir nicht noch einmal stellen zu müssen, richtig, Case? Aber ich sehe Professor Konstantinus hier nirgendwo, also werde ich dich dieses Mal nicht zurückhalten. Ich werde dir so hart in den Arsch treten, Alter, dass du ohne Luftschiff nach Omnese fliegst. Ich finde das komisch, der war mal unser Freund, aber irgendwie ist er totaler... Ich weiß nicht, Stricher? Ist Stricher das richtige Wort? Max der Stricher? Geht das? Kann man, glaube ich, machen. Gott, das war einfach null Schaden. Der ist übrigens auch unsagbar stark. Ich kann halt nichts mit denen machen, ne? Bringt halt auch gar nichts. Oh, nicht klar. Ich wollte auch wechseln. Naja, ist egal jetzt. Ist egal. Müssen sowieso Bebop und die anderen machen. Das ist nicht sehr... Wie gesagt, der ist leider extrem stark. Die Ausdauer regenerieren, wäre ja auch nicht schlecht, wa? Ja. Oh, das war ein Ether Plus. Ich wollte eigentlich normalen Ether. Naja, egal. Lass die Oceara töten. Ich kann sie jetzt hier auch nicht gebrauchen, muss ich sagen. Die ist nicht gerade in einem Modus, wo ich sie tatsächlich gebrauchen kann. Weg. Lass ihn das alles machen.
Ja, wir 27, ey. Und wir haben nur noch eine Salbe plus dabei. Schlachtbohrmaschine. Geht nochmal ein Kinnhaken? Ne, ein Kinnhaken geht nicht mehr. Okay, Karateschlag. Ich habe aber auch, glaube ich, nichts mehr an Medizin, ne? Tatsächlich sogar nicht. Das ist ein Apfel. Ich arbeite jetzt tatsächlich mit deren Ausdauer. Mit seiner Ausdauer. Ich arbeite jetzt dadurch, dass seine Ausdauer halt runtergeht. Das wird uns jede Menge kosten. Aber... ja, ich habe von dir nicht viel. Weißt du was, ich lass dich einfach mal machen. Lass dich jetzt einfach mal machen. So. Das war klar, es hatte nicht mehr. Ich hätte es mit nichts mehr heilen können und nichts mehr deswegen. Wir setzen wieder Christina ein. Karateschlag langt. Und du könntest dich rein theoretisch mal ganz kurz ausruhen, weil wir immer noch mit Piranhas Ausdauer spielen. Weil low die Ausdauer von ihm. Und nicht so stark. Also konzentrieren wir uns darauf, einen erstmal fertig zu machen. Oh Gott, eine Branchy auch noch. Hat er eine Luma, Branchy? Du verfuckter Angeber. Ist mal ernsthaft, du scheiß Angeber. Was ist los mit dir? Ich hab nur Luma Branch. Jetzt haben wir leider das Problem, dass er Branchy hat. Und wir nicht wirklich viel Schaden machen. Also müssen wir gleich erstmal belebern. Seine Ausdauer ist wieder runter. Ich glaube nicht, dass ich den dieses Mal packte. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir den dieses Mal kriegen. Der wirkt jetzt, glaube ich, ein bisschen OP für uns, für unsere Verhältnisse. Freut mich immer, weil Ausdauer ist dann weg, wenn er das macht. Und da ich Piranha sowieso nicht angreife, und wir rein theoretisch nicht wirklich viel gegen die Branchy ausrichten können derzeit, weil wir einfach nichts haben, was ihr auch annähernd nur Schaden macht. Können wir halt immer nur so uns das erarbeiten. Wir müssen sie halt wirklich langsam runterprügeln. Geht nur ausruhen. Sehr gut, macht wieder verwirren. Lass ihn das. Das freut mich so sehr, wenn er das macht. Weil es das immer Chancen gibt, irgendetwas zu machen.
Der ist nämlich ein ganz schön brutaler Gegner hier. Okay, wird sowieso. Langsam, aber kontinuierlich. Unsagbar fieses Ding. Ein unsagbar fieses Ding ist das. Zumindest für uns, was wir hier haben. Okay, das macht wieder verwirren. Lass ihn das machen. Bin ich immer froh drüber. Branchy ist weg. Jetzt kommt sein scheiß Blitz, sein, ne? Ich weiß gar nicht, was sehr effektiv gegen die Dinger ist, ehrlich gesagt. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Dadurch auch wieder auf. Er wacht halt immer auf. Ich kann es nicht sagen. Ich kann sagen, dass wir ein Problem haben. Halber Schaden. Wir machen halt... Er hat halt wirklich... Wir haben halt tatsächlich das Problem, dass alles, was wir machen, halben Schaden macht. Alle unsere Temtems, wirklich alle, ausnahmslos, alle unsere Temtems machen halben Schaden. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Der hier wird keinen halben Schaden machen. Aber es ist wirklich, wirklich fies, wenn alles... halben Schaden macht irgendwie. Okay, aber er ist gleich totgegiftet, also ist alles gut. So. Sogar noch Level up, schön. Seipat. Okay, Seipat kann ich mitleben. Kann ich tatsächlich mitleben. Oh. Wir wuseln uns durch. Wir wuseln uns durch. Seipat kriegen wir zum Glück relativ gut weggeknatzt. Der ist jetzt erstmal tot. Ah, leck mich. Warum immer alles? Warum? Gerade eben. Ja, dann nein, dann P und dann D und... Oh, das geht mir so auf den Ziffel, ey. Ehrlich, warum ist das hier... Warum durfte der Seipat jetzt auf einmal vor allen anderen angreifen? Verstehe ich nicht. Erst so, dann so. Mal ein bisschen so die Grenze halten. Danke. Wir haben es sowieso geschafft. Wir haben es sowieso geschafft. So. Geschafft. Gott sei Dank. Ich hasse diesen als Gegner, ey. Ehrlich, weil wir haben echt einfach nur Unluck gegen den.
Was? Was? Unmöglich. Er sagt, ich könnte mit diesem Digital-Tempel niemals verlieren. Naja, 1300 bekommen wenigstens an Geld, aber so viel haben wir... Du Betrüger! Du hast doch nie ehrlich gespielt. Immer warst du Professor Konstantinos Favorit. Aber du passt ab jetzt besser auf. Eines Tages werde ich es dir zeigen, ey. Was war das? Bist du in Ordnung, Case? Sind deine Temtems verletzt? Komm mit mir, ich zeig dir deine Koje, damit du dich ausruhen und entspannen kannst. Narwhal. Captain, alle Passagiere sind an Bord. Vielen Dank, einäugiger Matthias. Mach die Narwhal los. Ich hab das Gefühl, dass wir schon fliegen. Ei, ei, Captain. Alle aufgepasst. Line los. Wir segeln los. Kemal. Erster Offizier, wir haben die Line losgemacht und sind bereits abzulegen. Danke, Steuermann. Wir segeln auf mein Kommando, Captain. Setz die Segel. Steuermann, gib uns den Kurs für die Myreninsel und den Hafen Nanga. Ich werde das Ruder übernehmen. Ei, ei, Captain. Ah, du bist wach. Gut geschlafen? War deine Koje bequem? Ich hoffe, deine Temtem konnten sich auch gut erholen. Wir sind gut vorangekommen. Schon bald erreichen wir Nanga, den größten Hafen von Omninese. Oh, das hätte ich fast vergessen. Der Captain lässt ausrichten, dass sie mit dir reden will. Sie ist oben auf dem Oberdeck. Ich wünsche dir einen guten Flug, Case. Tschüss. Wie er winkt, Alter. Spacko. So. Wir haben's soweit geschafft. Küche. Schalotten, fein gehackt. Schalotten, fein gehackt. Oh, sag mir nicht, dass es schon Mittagszeit ist. Wir müssen immer noch den Seegras-Eintopf fertig kochen. Was willst du? Oh, ich werde hungrig. Nimm dir ein paar Snacks, wenn du solchen Hunger hast. Snacks? Snacks. Oh, es wird lecker, versprochen. Nach dem Rezept meiner Mutti wieder heim. Das sieht mich gar nicht, ey. Ah, du musst einer von den anderen aus der Kajüte sein. Wie geht's? Gehst du zurück nach Hause? Nicht wirklich. Ich wohne in Airbury. Ich lebe dort seit fast 10 Jahren. Bin gerade im Urlaub in Dennis. Airbury, das war halt. Ja, die Flugverbindungen sind ziemlich schlecht. Ich will hier eigentlich gar nicht mit den ganzen Dödeln reden. Sie nur mal schnell durch. Oh, die kenne ich aber noch. Oh, hallo. Wie geht's dir, Schönling? Unglaublich, du bist... wer bist du? Oh, du weißt nicht. Naja, ich bin Vezeta. Sagt mir nichts. Nein? Ich meine, ich war in das Schwert von hoch oben. Hab ich nicht gesehen. Naja, ich bin Schauspielerin. Nett, dich kennenzulernen. Geist, hallo. Hi. Also, willst du ein Autogramm, oder? Na. Na gut, okay. Hey, es war nett, dich kennenzulernen. Mach die Tür hinter dir zu, okay? Ich glaube, die ist püppig. Ah, da ist der kleine Junge. Guten Tag, darf ich... Case, bist du es, Case? Schön, dich zu sehen. Was für ein Zufall. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, es ist sehr aufregend. Ich lerne noch, aber ich liebe es hier. Und das alles dank dir. Hey, ich sollte zur Arbeit zurück, bevor man mich erwischt. Aber ich wollte dir unbedingt noch einmal Danke sagen, Case. Es ist wirklich so großartig und ich wäre ohne dich nicht hier. Gerne geschehen. Hier, ich habe etwas Geld von meinem Gehalt gespart. Ich habe Kost und Logis, also kann ich viel Geld zurücklegen. Bitte nimm das. Danke vielmals. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. 700 Geld. Und jetzt muss ich los, arbeiten. Hab einen wunderbaren Flug und tschüss. Also 700 Geld lasse ich mir aber wirklich gefallen. Wie unsere Temtems einfach unsagbar zusammengeschlagen sind, ne? Kann ich sie nicht mal heilen? Unsere Temtem sind fast tot. Aber warte mal, ich habe doch noch ein Zaubertränkchen. Jetzt geht's ihm besser. Aber wir müssen nächstes Mal echt einkaufen. Guten Tag, Passagiere dürfen nicht unter Deck. Warum nicht? Naja, es kann sehr gefährlich sein, wenn die Ladung hier so herumnödelt. Ja, ja, oh. Haben wir Ruhe. Hilfe! Finde ich hier Loot? Na, Kumpel, Schwarzreisen? Hey! Oh Mann, du hast mich zu Tode erschreckt. Ich dachte, du wärst dieser Offizier mit dem Stock im Arsch.
Komm schon, ich finde nicht, dass er so schlimm ist. Ich werde es trotzdem nicht riskieren und sprich bitte leiser. Er kann uns hören. Wie bist du auf das Schiff gekommen? Ich bin im Terminal von Damage reingeschlichen und konnte die Gelegenheit kaum. Ja, im Endeffekt glaube ich, es sind keine Quests. Es ist alles nur Gebrabbel. Was ist da drinne? Na gut, wir gehen nach oben. Demnächst. Maschinenraum. Passagiere dürfen hier nicht rein. Die Maschinen sind für die Gral. Bitte fass nichts an. Überlass dich deinen Maschinen. Ja, und bitte vorsichtig. Tut mir leid, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich kann nicht mit jedem Passagier reden. Wow. Das war unhöflich. Das ist noch ein Quest. Hallo. Setz dich doch eine Minute zu mir, Mitreisender. Ich langweile mich zu Tode, wenn ich doch wenigstens aufstehen und ein wenig spazieren gehen könnte. Verdammtes Bein. Was ist mit deinem Bein passiert? Ein sehr unglücklicher Unfall. Ich war surfen, also habe ich eher versucht, das Surfen zu lernen. Das erste Mal, dass ich alleine auf den Silaro bin. Und prompt ramm ich einen Korallenriff. Es war sehr peinlich. Außerdem bin ich fast ertrunken, aber die Peinlichkeit war viel schlimmer. Und natürlich kann ich so nicht an meinem Buch arbeiten. Du kannst immer noch schreiben. Ja, okay, ich kann schreiben. Mein Problem ist eher, dass ich nicht weiß, über was ich schreiben soll, weißt du? Ich bin Reiseautor. Ich habe in einem Reiseführer für die ganzen Archipelen gearbeitet. Deswegen war ich überhaupt in Dänitz. Aber ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, wenn du so willst. Vielleicht kann ich helfen. Helfen? Ich freue mich über dein Angebot, aber wie? Bist du Schriftsteller? Selbst wenn du einer wärst, das wäre unethisch, nicht? Ich sollte meine wahren Eindrücke über diese Orte aufschreiben, die ich besuche. Und ich kann in diesem Zustand nichts besuchen. Ich kann das Besuchen für dich übernehmen. Oh, würdest du das für mich tun? Ich meine, wer weiß. Du siehst aus, als würdest du viel herumkommen. Planst du bald auch in die anderen Inseln? Ich bin Bändiger. Wir kommen herum. Oh, wunderbar. Nun gut, sammle deine Gedanken über jede Insel der Archipel. Und wenn du sie vollständig erkundet hast, triff mich in meinem Haus in Nanga. Ich werde dich für deine Zeit und Mühen belohnen. Und mein Verleger wird nichts mitbekommen. Freut mich. Exzellent. Wir sehen uns also in Nanga. Ah, und ich kann... Nun kann ich mich entspannen und die Reise etwas genießen. Hallo Geist, danke, dass du mir die Gesellschaft leistest. Okay, wir müssen tatsächlich aber erst ins Haus. Ah, da kommt unser Passagier Geist. Captain, mein Captain. Lass das. Du bist schließlich keiner meiner Matrosen. Siehst du die verschwommenen Umrisse dort? Auf unserer 12? Das sind die Mühlinseln. Das da? Ja, ich weiß, zu viel Rauch. Ich habe keine Ahnung, was dort passiert, aber die Sichtweite ist heute katastrophal. Sobald wir diese riesige Wolke dort fliegen, werden wir die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Das bedeutet, wir müssen unsere Geräte und der Genauigkeit unserer Karten vertrauen, um den Hafen von Nanga zu finden. Herr Einäugiger Matthias, wo zur Hölle bist du? Macht nichts, Geist. Wir bringen mir unsere Navigationskarte. Wo finde ich sie? Alle Karten sind im Navigator. Das ist mein Offizier da. Ja, okay. Das ist unsere Reise, die haben wir uns verdient, haben wir uns gekauft und, ne? Tut mir leid, ich darf nicht mit jedem Passagier reden. Die Captain brauchen die Karten sofort. Verflucht, sie braucht sie jetzt schon? In Ordnung, eine Sekunde. Sie muss... Oh Mann, wo habe ich... Tut mir leid, heute ist nicht mein bester Tag. Ich hätte mich nicht von Oktlana überreden lassen dürfen, mir die Nacht im Sirokos um die Ohren zu schlagen. Mein Kopf bringt mich um. Hey, kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Schwarz, so stark... So stark, wie die Küche es schafft, bitte. Geht klar. Danke. Ich bin nur ein dreckiger Laufbursche. Gaffe. Ja, ich weiß, du hast Hunger, ich arbeite dran. Was willst du? Der Navigator braucht Kaffee. Dann soll er ihn sich selbst machen. Ich koche hier Mittagessen für die gesamte Besatzung. Frag meinen Hilfschef. Ich kann nicht alles machen. Schalotten, wo sind die Schalotten? Schalotten werden überbewertet. Oh nein, nicht schon wieder dieser Kaffeefanatiker. Da, bring die Tasse dort rüber. Einen starken Kasse. Und lass mir dir einen Tipp geben. Sobald er seinen Koffeinmix hat, hau schnell ab. Er dreht total durch. Viel Glück mit den Schalotten. Ich finde sie schon, kein Zweifel. Verstehst du? Nee, ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht. Halt.
Wir sind fast da. Ja, Kaffee. Oh, hoch oben, sei Dank. Da ist er. Also, zu den Karten. Ja, die Karten. Ah ja, 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 bitteschön. Und nun, wir drehen hier um 50 Grad, dann 5 Grad nach Osten hier dann. Und ja, dann sind wir hier und dann dieser Punkt. Und verdammt, bam! Wir sind in die Nähe. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Gut, 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 gut. Also, dann machen wir mal los, ne? Ja, ich nehme da mal die Karten. Denkst du? Na gut, vielleicht. Die Karte. Ja, hier, nimm sie. Bring sie dem Captain. Ja, in Ordnung. Schau, wir. War nicht schwer, nicht? Oder? Was auch immer du sagst. Tschüss. Ja, 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 ja. Schon in Ordnung. Ja, 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 ja. Hyperaktiv. Endlich, lass mal sehen. Hier bitte. Ost, Nordost. Wie ich es mir dachte. Und ein direkter Kurs. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Danke, Case. Lass mich einfach wissen, wann du bereit bist zu landen. Also, Passagier, bist du bereit zu landen? Ja. Sehr gut. Geh deine Ausrüstung holen. Wir legen in einer Minute an. Nanga, wir haben gerade in Nanga angelegt. Alle Passagiere auf dem Weg nach Nanga, bitte hier aufsteigen. Und wir sind endlich angekommen, Nanga. Nanga, willkommen in Omnidese. Willkommen auf den Mühe-Inseln, Captain. Danke sehr, ich fühle mich immer wie zu Hause in Nanga. Das freut mich zu hören, Ada. Ich fürchte allerdings, es wird kein langer Aufenthalt. Warum? Ich habe 20 Kisten Seesalz zu löschen. Dann nehme ich eine Ladung Früchte auf und mache mich auf den Weg nach Kisiba. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, alter Freund. Der Anka-Vulkan ist ausgebrochen. Dieser alte Vulkan? Aber ich dachte, er wäre inaktiv. Das war er auch, aber das ist er nicht mehr. Die Winde blasen Vulkanasche in Richtung Kisiba. Die Rauchwolken sind so dicht, dass wir sämtlichen Flugverkehr nach Dennitz umleiten müssen. Es ist viel zu gefährlich, darin zu navigieren. Was für ein Pech. Tut mir leid, Ada. Ich informiere dich als erstes, wenn die Route freigegeben ist. Aber ich empfehle dir und deiner Crew, es euch erstmal gemütlich zu machen. Es könnte eine ganze Weile dauern. Nun, du hast es gehört. Wir stecken hier fest, bis sich der Vulkan beruhigt. Also können wir es auch so ebenso gut genießen. Herr einäugiger Matthias, bitte. Aye, aye, Captain. Alle Matrosen und Offiziere, ich erlaube Landgang, bis wir Neues hören. Hurra! Landgang! Nun, Case, viel Spaß in Omnidese, schätze ich. Sag, wohin willst du als nächstes gehen? Ich suche einen Mann namens Ravir. Der Dojo-Meister von Mokopung? Ich verbessere meine Fähigkeiten im Umgang mit Temtem. Na dann, viel Glück. Du findest uns hier für eine Weile. Und damit sind wir endlich auf der zweiten Insel angekommen. Endlich in Omnimeje. Was diese Karte hier ist. Eigentlich nicht relativ riesengroß, glaube ich. Also es sieht eigentlich relativ klein aus. Aber wir können jetzt Temtems züchten. Apropos Temtems züchten, wie viel Kohle habe ich eigentlich? Das steht hier nicht, wa? Musstest du vielleicht mal in den Rucksack gucken, Junge. 12.000! Ja, wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Das hier mitnehmen. Temtem-Karten Plus. Erhöhte Fangrate. Was? Sag mal, kann es sein, dass du... Ja. Hey, mein kleines Kind merkt auch bändiger. Redest du vielleicht mal mit ihm? Okay. Ja. Temtem-Bändiger. Temtem-Bändiger. Bumskopf. Hör auf, das Kind zu verwirren. Benimm dich gefälligst wie ein Erwachsener. Ich will auch ein Bändiger sein, wenn ich so alt bin wie du. Ich weiß nicht, was Farag macht, aber gut. Du solltest von zu Hause weglaufen und frei sein. Was? Ja, ich werde ganz viele Abenteuer erleben. Schönen Tag noch. Erstmal dem Kind dazu anstiften, dass es wegläuft. So. Wir häkeln aber mal ganz kurz hier rein. Häkeln mal ganz kurz hier hin. Aus Gründen einfach nur meine Temtem-Essenz aufladen. Und dann machen wir Feierabend. Wie gesagt, machen jetzt erstmal Feierabend, denn es langt jetzt, waren jetzt schon 2 Stunden wieder gewesen. Beim nächsten Mal werden wir Omnidese ein bisschen erkunden und herausfinden, was es hier so gibt, außer Natur-Temtems, wo Oceara halt echt
es wird halt einfach in die Karten gespielt für Oceara. Ist einfach so. Ist Pech. Muss es durch. Ich bin jetzt raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.